Ich habe zwei Eier, Miri, zwei Eier. Ja, wirklich, ganz sicher. Ha, sind wir wieder lustig heute. Ha, zwei Hunis, Eier, Ach Dofi. so. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Crash Landing mit Miri und Baloui. Und einer Mobfarm, die noch nicht das macht, was sie soll, weil irgendwie spawnt da nichts. Ja, das ist doof. Ja, sehr. Ich weiß nicht Schon warum. irgendwie. Außerdem brauche ich was zu essen und was zu trinken und überhaupt alles. Was macht denn hier unser Wasservorrat? Der ist ganz okay. Wasser, 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 Wasser. 1, 2, 3, zack und 4, zack. So, Wasser ist voll. Und Essen hat Miri auch ganz viel fleißiges Kokumba. Was können wir aus Kokumba machen? Gucken wir mal. Stock. Stock können wir aus allem Scheiß machen. Wir können Stock machen. Haben wir Kein Lettusche? Stock. Haben wir Salat? Nicht, dass ich wüsste. Haben wir Essig? Nicht, dass ich wüsste. Wir haben Ketchup. Haben wir Tofu? Nein, wir haben Ketchup. Wir haben gar nichts irgendwie. Doch, wir haben Standard-Scheiß Ketchup. essen, Mann. Ich habe keine Lust auf den Schrott, den ich immer essen muss. Oh je, yeah, ich kann eine Gartensuppe machen. Okay, zwei Kokumba, ein Stock, Mixing Bowl und den Pot. Pot, Mixing Bowl, zwei Kokumba und ein Stock. So. Wo ist das Essen jetzt hin, was ich machen wollte? War letzte Seite, ne? Das da. Oh, wie doof, dass das nicht geht. Gut, dann mach ich den von der Hand. Und wie viel reckt das? Mal gucken. Wow, zwei. Das ist gut. Das Ja. ist ziemlich gut, ja. Für zwei Kokumba und Stock, glaube ich, ganz okay. So, ihr blöde Mobfalle, jetzt sag mir mal, warum du nicht funktionierst. Also, Oh, eigentlich. wir haben Kaffee. Bäh. Und willst du eine? Nein. Doch, sie funktioniert, aber die Minimap funktioniert nicht dazu. Schatzi, komm mal her. Doch, natürlich funktioniert die Minimap dazu. Wow! Was ist passiert? Komm mal her, Schatzi. Pass auf. Huch! Hier sind ganz viele Monster drin. Ganz viele, ganz viele. Guck mal, ganz viele. Wow. Er ist ein Riesenskelett. Okay, das funktioniert schon mal perfekt. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass wir da einen Grinder dran kriegen, der die automatisch tötet und uns die Items gibt. Ja. Dann haben wir nämlich ausgesorgt bis an unser Lebensende mit Mobs. Au. Nicht sterben. Bin ich über die Mauer gekommen. Was? Was? Okay, ich frage gar nicht. Es gibt, glaube ich, auch einen Harvester, der also nicht fällt, sondern der nur erntet. Also der Aha. dann irgendwie. Wo ist unser ganzer Strom hin? Wieso funktioniert die Stromproduktion? Miri, könntest du mal Was? neue Holzdinger machen? Ich glaube, wir haben keinen Strom mehr. Ja. Okay. Unsere Wo? Stromgeneratoren funktionieren nicht mehr. Wir brauchen neues In jeden Dings. die Hälfte? Was willst du da reintun? Holzkohle? Holzkohle, ja, kannst du in jedes Hälfte machen, genau. Das wäre ganz gut. Habe ich keine Holzkohle mehr. Mann. Das ist nicht so schlimm. Ja. So, jetzt wollen wir mal hier reingucken, ob das jetzt mittlerweile besser funktioniert hier. Nein. Okay, ich meine, wir kriegen ja jetzt bald Enderperlen. Ich mache mir jetzt hier auch nicht mehr so den Kopf drüber, warum diese Scheißmaschine nicht so funktioniert, wie ich das will. Wo ist denn Bone Meal? Ach, diese Kackrohre funktionieren ja auch nur in eine Richtung. Ich drehe am Rad. Ach ja. Stimmt ja, da war ja was mit diesen Kack-Item-Duxen und Kisten. Deswegen brauchen wir diese Iron Chests eigentlich dafür.
Kann ich da bestimmt noch eine bauen. Iron. Iron. Iron Chest. Was brauche ich denn dafür? Nur eine Chest und Eisen, ja, das habe ich ja. 8. Und machen wir unten schnell eine Kiste. Toll. Genau das wollte ich tun. Eine Dann ist Kiste ja gut. abbauen. Die Hälfte funktioniert ja eh nicht hier. Ich sollte mir vielleicht mal ein Workbench in den Keller stellen, damit ich nicht mal hochrennen muss dafür. So. Iron Chest. Können auch theoretisch auch eine Gold Chest machen, oder? Was brauchen wir denn dafür? Da habe ich hier noch für. Da machen wir noch eine Gold Chest draus. Dann passt da nämlich mehr rein. Und dann haben wir hier auf gar keinen Fall mehr Probleme damit. Gold müsste ich hier mittlerweile genug drin haben. So. 8. Ingwer, Eisen, zack. Chest. Gold drumrum. Fertig. Halt, wenn ich das jetzt abreiße, ne, dann crasht wahrscheinlich der Server. Ah, hört sich gut an. Ja, das passiert, wenn zu viele Items rumliegen. Kann ich nämlich alles hier ordentlich reinräumen. Ich habe zwei Eier, Miri, zwei Eier. Ja, wirklich, ganz sicher. Ha, sind wir wieder lustig heute. Ha, zwei Hunis, Eier, Ach Doofi. so. Kannst du doof sein? Bist bescheuert. Ich habe Kaktussamen. Möchtest du Kakteen anpflanzen, Miri? Eigentlich nicht, weil ich immer reinlaufe. Ja, aber ich glaube, die geben uns Wasser. Was? Ich glaube, die geben Wasser. Ich habe schon wieder so viel Hunger, dass ich nicht mehr laufen kann. Das Oh, ätzt. dann. Was machst du denn die ganze Zeit? Oh, kein Huni mehr. Mist, warte. Ich kann das Kaktuszeug hier nicht anpflanzen. Das ist doch Sand. Ah, nee, ja, wir brauchen Sand. Wir brauchen ja keinen Dust. Ha. Mist. Ich weiß nicht, warum ich mal so viel Hunger kriege. Ich mache gar nichts Besonderes. Arbeiten halt, ne? Fleißig bin ich. Ja. Ja, wirklich. Ja. Die Leiter machen wir auch nicht mehr. Können wir auch hier rein tun. So, theoretisch müssten wir jetzt, weil wir jetzt die Mobfarm haben, jetzt den Grinder bauen. So, und den Grinder. Für den Grinder. Was brauche ich denn dafür? Grinder. Grinder. Dafür brauchen wir einen Machine Frame. Ja, was schon an sich scheiße herzustellen ist. Ein Inverse-Schwert. Zinn. Zinn habe ich doch gar nichts mehr, oder? Nein, natürlich nicht. Doch da. Dann ist ja gut. 1, 2, 3, ja, brauche ich 8 und 2 Eisen. Dann können wir nämlich aus dem Eisenkern gebaut werden. Da haben wir hier. Ernsthaft. So. Die 2, da brauchen wir diese Machine Frame. Das macht mir am meisten Sorgen, weil das halt so kacke zu bauen ist. Aber nützt nichts, muss ich machen. Wir brauchen 2 Plastikteile. Und halt jetzt mal gucken. Das Inva-Sword, das kann ich auch mal eben schnell bauen. Machen wir unser Inva. 1, 2. Stick. Stick. Stick ist bei Holz. Haben wir ein Inva-Schwert? So, dann haben wir das, 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 das. Zwei Bücher. Haben wir normale Bücher? Nein, haben wir nicht. Ja, Miri? doch. Du könntest mal Natürlich haben wir normale. normale Wo denn? Bücher. Könntest du zwei normale Bücher herstellen? Wir haben normale Bücher. Wo denn? In irgendeiner Kiste. Warum sollten wir normale Bücher haben? Wir haben ja das Wir Bücher weg. hatten normale. Ich habe ja welche in der Stadt abgebaut. Liegt das vielleicht nur in der Stadt? Nein, sie haben ja nicht hier hinten in das Buchregal gepasst.
Also Ich weiß weggeschmissen nur habe ich nicht, wo sie ich sie nicht. hingetan habe. Gut. Wir haben eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, das Zeug hingepackt zu haben. Oder? Nein. Oh, die Druckkammer hat sogar noch Druck. Wow. Ja, aber hast du sie Kannst du draußen? mal das Zeug hier einsammeln, was hier liegt? Ich kann es nämlich nicht mehr. Danke. Was soll ich denn damit? Ja, einfach nur einsammeln, weil ich nichts mehr einsammeln kann. Ist okay. Okay. Ich habe okay gesagt. Gut. Hast du die Bücher gefunden? Nein, ich mach Wasser. Oh Mann. Okay, also, Bücher brauchen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal dieses Machine Frame bauen. Das ist nämlich das Aufwendigste. Dafür brauche ich dieses PCB-Board. Das habe ich. Dazu brauche ich jetzt 4 Redstone, 4 Plastik. Wo ist denn die scheiß Platine da? Redstone. 4 Redstone. 1, 2, 3, 4. Plastik war auch hier drin. 1, 2, 3, 4. So, damit haben wir auf jeden Fall unsere Platine. Bestimmt falsch rum, genau wie ich es mache. Nein, doch nicht. So, das ist die fertige Platine. Das heißt, jetzt fehlt dem Machine Frame nichts mehr. 4 Invar, 2 Elektrum und sag mir, dass das auch mit normalem Glas geht. Glas geht auch. Supi. Ich muss Elektrum haben. Silber und Gold mischen. Oder haben wir Elektrum schon hergestellt? Nein. Blödes Spiel. Warum muss man da so viel komplizierte Sachen machen, um was herzustellen? Nicht weinen. Ich weine gleich wirklich, wenn du so weitermachst. Nicht weinen. So, Silber. Gold müsste unten noch sein. Hast du neues Gold hergestellt? Ja, hat er. Dann mischen wir jetzt Silber und Gold, damit wir genug. Muss ich auch aufpassen, dass es gleichzeitig schmilzt. Damit unser autonomes Aktivator nicht das Zeug daraus zieht. Aber ich glaube, er hat noch mit dem Tin ein bisschen zu tun. Na, schmilzt es gleichmäßig? Und dann muss ich dem gleich hier die Funktion verbieten. In der Zwischenzeit machen wir noch ein bisschen Lava, weil Lava kann man ja nie genug haben. Ja. Mr. Lava Lava. Hast du gut gemacht im richtigen Moment. So, du komischer autonomes Aktivator. Wie kann ich ihn jetzt ausschalten? Ist er jetzt noch an? Nein. Okay, habe ihn ausgemacht. Sehr gut. Komm, ich brauche ein bisschen Elektrum, damit ich endlich meinen Grinder fertig kriege. Die Lava-Produktion können wir auch irgendwann automatisieren. Einfach, um dass wir immer genug haben. Hört sich ja super an. Ja, ne? Ja. Komm, zack. Genug Elektrum auf jeden Fall für die Machine Frame lange und dann auch für alles andere. 2 Stück brauchen wir nur. So, nehmen wir das Tin auch gleich mit. Was habe ich noch gesagt? Was brauchen wir noch für das blöde Maschinenframe? Habe ich da jetzt alles zusammen? Nein. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach, die 4 Invas. So, jetzt aber. Weißt du was? Das blöde Ding, das nicht von alleine machen kann, ne? Muss ich eben von Hand machen. So, 4 Invar, 2 Glas, 2 Elektrum und die blöde Platine. Das ist das Komplizierteste herzustellen, diese blöden Machine Frames. Und jetzt brauche ich halt noch 2 Bücher, Miri. Ja, schön. Wo sind denn die? Hast du nicht Ich habe jetzt keine Ahnung. mitgenommen?
Die mitgenommen. Ja, aus der Stadt. Ja, klar. Sie haben nicht ins Bücherregal gepasst. Deswegen habe ich sie dir gegeben, glaube ich. Aber ich habe sie nicht. Wo sind die blöden Ja. Bücher? Das kann ja nicht sein. Die können ja nicht weg sein. Was sollte ich damit auch gemacht haben? Ja, in irgendeine Kiste geräumt, als wir das Lager gemacht haben. Hier über uns sind noch komische Kisten. Warum sind da Kisten über uns? Hast du die dahingestellt? Weiß es nicht. Aber da kann auch nichts drin sein eigentlich. Wäre doch jetzt lustig, wenn da die Bücher rausgekommen wären. Da hätte ich sehr Genau. gelacht. Wir haben keine Bücher. Ich baue einfach neue, Miri. Einfacher. Wo immer wir die auch hingetan haben, sie sind auf jeden Fall nicht Ja. da. So, wie kann man denn hier Bücher machen? Mal gucken eben, ob sie ein besonderes Rezept haben. Ah, wir können die aus Holz machen. Okay, das ist natürlich einfach. Aus Holz? Ja, Holz, Seil und 1, 2. Man kann diese Bretter machen, da brauche ich nicht das teure Leder für verschwenden. Hast du Holz? Ja, habe ich. Kannst du das auch mal ab und zu in die Kiste tun, wo Holz drin sein sollte? Nein, weil ich nicht so viel Holz habe. Ach so. Okay, Dankeschön. So, dann machen wir jetzt hier 1, 2, 3. Nee, halt, warte mal. Ah! Wie viel war das denn auch in den Büchern? Das waren, glaube ich, nur zwei jeweils. Also brauche ich davon 1, 2, 3, 4. So. Und dann brauche ich Sugarcane. Hast du bitte, sag mir bitte, dass du das ganze Sugarcane nicht verbraucht hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir ganz viel zugeworfen Ja, immer. und ich habe es alles in die Kiste geräumt. Ah, da. In welche Kiste? Ja, ich hab's schon. Alles gut. Hier draußen ist noch welches. Alles gut, Miri. Ich habe alles, was ich brauche. So, Sicher? jetzt können wir unsere Bücher machen. Ja. So, jetzt kann ich endlich alles. Jetzt habe ich alles zusammen für die Maschine. Und diese Funktion, wieso funktioniert das hier nicht mehr mit Autocraften? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, warum es das Spiel uns so schwer macht. Oh, du Armer. Es hasst mich einfach. Ja. Yeah, und unsere erste tolle Maschine, ein Grinder. Yay! Sei stolz auf mich. Na, natürlich, wie immer. Danke. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, an der jetzigen Stelle beenden wir die heutige Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Schaut bei Miri vorbei und lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet dann zur nächsten Folge ein, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, wenn wir irgendwann ganz elendig sterben werden an Ja. Ja, was weiß ich natürlich. woran. An fliegenden Monster-Creeper-Viechern oder so ein Kack. Ja. Gut, haut rein, Leute, macht's gut und tschüss! Tschüss.